Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblick hier auf dem Seekreuzkanal. Wir wollen uns mit ein paar Testschiffen beschäftigen und außerdem mit dem ein oder anderen Schiff, was teilweise schon im Vorabzugang ist, beziehungsweise dann jetzt demnächst auf den Live-Server kommt und hier den letzten Polish bekommt, wenn man dazu sagen möchte. Die Maso könnte so ein Schiff sein. Es wurde veröffentlicht, dass dieses Schiff für Kohle demnächst in die Waffenkammer kommt und jetzt möglicherweise hier die letzten Änderungen erfährt. Wir haben 3,5 Sekunden Ladezeit bei der Hauptbatterie gehabt. Das wird ein bisschen genervt und zwar auf 4 Sekunden hoch. Außerdem werden die Torpedowerfer Nachladezeiten verändert, nämlich von 120 auf 150 Sekunden. Und die Ballistik der Geschosse, die die Artillerie verschießt, verändert sich auch. Es wird mehr Zeit benötigt, um Distanzen zurückzulegen. Der Schussbogen wird quasi höher wahrscheinlich. Das wird ein bisschen indirekterer Schuss werden. Bei einer Reichweite von 7 Kilometer braucht das Geschoss jetzt 4,67 Sekunden statt 4,2. Und wenn ihr auf maximale Kampfentfernung schießt, also 11,4 Kilometer, dann werdet ihr 9,85 Sekunden brauchen statt 8,13. Das heißt, ihr müsst mehr vorhalten, ihr müsst mehr antizipieren bei dem ganzen Ding und nebenbei noch schnell fahren, ausweichen und so weiter. Das soll den Skill-Level so ein bisschen, glaube ich, erhöhen. Das Schiff war zu stark, vor allem bei großer Reichweite. Weiter geht's mit paneuropäischen Zerstörern. Erstmal Stufe 4 bis 6. Da gibt's Änderungen. Und zwar zuerst bei der Turmdrehgeschwindigkeit bei allen drei Schiffen. Von 10 Grad pro Sekunde auf 8 Grad pro Sekunde wird die Turmdrehdauer von 18 auf ca. 22 Sekunden hochsetzen. Und die Nachladezeit der Torpedowerfer wird auch genervt von 55 auf 59 Sekunden. Die 4 Sekunden, die fallen quasi nicht so doll ins Gewicht. Also wird man kaum merken, gerade wenn man dann auf Torpedo geskillt ist. Darüber hinaus wird das Schiff der Stufe 5 und 6 noch einen Nerf bei der Nachladezeit der Hauptbatterie erhalten. Es sind hier 5,5 Sekunden noch angegeben, in Zukunft werden es 6,5 Sekunden sein. Ich persönlich hatte auch das Gefühl, dass diese 4 oder 3 DDs auf den drei Tierstufen eben einen Ticken, ja, einen ganz kleinen Ticken zu stark sind. Ich glaube, dass das helfen kann, die in die richtige Balance zu bringen. Auch die Österjötland. Oder Jötland, so rum wird sie ausgesprochen, bekommt Veränderung und zwar beim Torpedowerfer, der standardmäßig 19 Sekunden nachlädt. Jetzt werden es dann in Zukunft 100 Sekunden sein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bei um die 80 Sekunden Nachladezeit landen, wenn man die Sache skillt. Außerdem wird die Nachladezeit der Hauptbatteriegeschütze von 2 Sekunden auf 2,3 Sekunden erhöht werden. Allgemein war die Effizienz der Hauptbatteriegeschütze, vor allem bei der Österjötland, wohl zu stark und deswegen werden sie hier verändert. Und dann bekommen wir die Stufe 10 Zerstörer zu Gesicht. Das ist die Hallan und die Smallan. Ja, da wird die Flugabwehr verändert. Leider ein Prunkstück der Zerstörer, was jetzt ein bisschen eingebremst wird. Und zwar wird die Zone der mittleren Flugabwehr von 5 Kilometer auf 4 Kilometer reduziert. Also immer von 0,1 bis 5 war es mal, jetzt werden es dann 0,1 bis 4 Kilometer sein. Der kontinuierliche Schaden wird auch verändert in dem Bereich. Der steigt nämlich von 340 auf 347 pro Sekunde und der Langstreckenschaden von 140 auf 144. Wie gesagt, das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass die Mittelstrecke nicht mehr so früh einsteigt im Beschuss auf die feindlichen Flugzeuge, die ich anfliegen, sondern eine ganze Zeit länger jetzt eben nur die Langstrecke wirkt und damit kommen mehr Flugzeuge durch und ihr werdet wahrscheinlich wieder häufiger angegriffen werden oder vielleicht sogar ein zweiter Anflug möglich sein für die Gegner, die euch dann angreifen und dann euch rausnehmen wollen. Das gleiche passiert auch bei der Smallan. Da wird das ganz genau 1:1 umgebaut, wie bei der Hallan auch. Aber es gibt eine Veränderung und zwar beim Motorboost. Der Motorboost bekommt beim Premiumverbrauchsmaterial 4 Aufladungen statt 3. Ja, also überall kommt eine Aufladung dazu. Die Nachladezeit, also der Cooldown, wird quasi auf 100 Sekunden reduziert. Hier sind es noch 114. Das waren mal 120, sind dann 100 Sekunden jetzt geworden. Also wenn wir unter 100 Sekunden liegen, wenn wir hier auf Cooldown ein bisschen was skillen. Die Aktionszeit allerdings wird verringert und zwar nicht 120 Sekunden, sondern nur noch 60 Sekunden betragen und die Höchstgeschwindigkeit wird nicht um 8% gesteigert, sondern es wird der beste Motorboost im Spiel werden mit plus 30% mehr Geschwindigkeit, was diesen Zerstörer dann auf 45,3 Knoten im Max beschleunigen kann und das ist ein cooler Wert und unterstreicht nochmal die Fähigkeiten des Schiffes, so ein Hit, Search and Destroy so ein bisschen. Man fährt ran, benutzt Radar, rausgun, Torpedos rein, unterstützen des Teams und dann wieder wegfahren aus dem Gefahrenbereich, bevor man selber vielleicht durch Radarkreuz oder so aufgemacht wird. Das
Ist jetzt nur ein Beispiel, kann natürlich auch anders sein, aber ja, ich finde, das passt zu Smallern ganz gut, diese Veränderung. Schade ist immer noch, dass die beiden Zerstörer der Stufe 10 jetzt hier einen Nerf bei der Flak bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich ausgezeichnet und hat sehr viel Spaß gemacht in der Variante. Dann wollen wir uns um die Cheshire kümmern, Tierstufe 8, Spezialkreuzer, schwerer Kreuzer. Er hat nämlich 234 mm Kanonen, quasi das, was eigentlich nur die T9 und T10 Schiffe haben. Und ja, da gibt's Veränderungen. Ich habe jetzt hier noch, was ihr jetzt hier gerade seht, Iteration 2 ist das, glaube ich, der Cheshire. Es gab jetzt schon 3 und 4 und ich glaube, diese Version, die ich euch jetzt präsentiere, ist Version 5. Deswegen ist es eigentlich immer noch ein Buff, außer wird Version 2 gesehen. Aus der Version 4 gesehen, ist es eher Nerf. Aber die haben wir ja nie getestet und haben die nie gesehen. Also von daher, ja, bringe ich euch jetzt einfach mal die Daten. Die Nachladezeit der Hauptbatteriegeschütze geht auf 12,5 Sekunden. Das heißt, wir haben eine Verbesserung im Vergleich zu Iteration 2. Hier die Ladezeit war 13 Sekunden, wird 12,5 werden. Und dann geht es um die Erkennbarkeitsweiten bei diesem Schiff. In Zukunft werdet ihr auf dem Wasser 12,1 Kilometer aufgeklärt werden. Das sind die Stockwerte. Hier ist ja quasi schon Tarnung und so eine ganze Geschichte. Da habe ich hier Module drin. Muss ich gerade mal schauen. Nee, habe ich nicht. Also sind das schon noch fast die Stockwerte. Aber Tarnung und so weiter ist ja hier schon drauf. Also 12,1 Kilometer. Aus der Luft geht ihr 7,51 Kilometer auf. Wenn ihr im Nebel steht und schießt, nicht mehr 7,7, sondern 7,5. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Ne? Ihr werdet jetzt im Vergleich zu Iteration 4 werdet ihr weiter erkennbar sein. Im Vergleich zu Iteration 2 werdet ihr weniger weit erkennbar sein. Und ihr habt sogar einen ganz leichten Buff bei den Hauptgeschützen drin. Ich bin mal gespannt, wie dieses Schiff ins Spiel kommen wird. Das ist überhaupt noch nicht bekannt. Ja, also lassen wir uns einfach mal überraschen. Kommen wir zur London und zur Devonshire. Stufe 6, schwere Kreuzer der Briten. Die London werdet ihr ja bekommen in Update 091 und zwar, wenn ihr 4 Direktiven fertig habt. Und deswegen müssen wir das auch ganz besonders beachten, genau wie die Devonshire, die ihr ja schon bekommen konntet für diese Pakete aus der Waffenkammer, wenn ihr Dublonen oder Marken einsetzt. Ne? Schauen wir mal. Also die Langstreckenflugabwehr wird genervt. Die haben jetzt Folgendes gemacht. Bei der London von 98 runter auf 56 und bei der Devonshire von 95 auf 53. Das ist bescheiden, weil die Flugzeuge jetzt näher rankommen, ohne viel mehr Schaden zu nehmen, wollen nämlich auch die Explosionen genervt werden. Nämlich nicht mehr 4 Explosionen, sondern bei beiden Schiffen 2 Explosionen, die jeweils 1120 machen. Und das ist gerade bei der Devonshire ja ein ganz schöner Nerf, weil die Explosionen vorher eben 4 waren und 1400 Schaden gemacht haben und nicht mehr 2 mit 1120. Also das ist schon der Wert, alleine sind ja schon 300 Schadenspunkte, das ist schon relativ heftig, wie ich persönlich finde. Bei der London ist das nicht ganz so ausgeprägt, da waren es 1260 zu 1120, die dann jetzt in Zukunft sein werden. Es kommt aber auch ein Buff rein, und zwar für die Mittelstrecke und für die Kurzstrecke. Da gibt es überall Steigerungen bei der Flugabwehr. Ihr seht es eingeblendet, die Werte. Und dann kommen wir zu einem letzten Schiff, was, wie soll man das sagen, leider genervt wird, und zwar die Odin, die ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, als ziemlich ausbalanciertes Schiff empfunden habe, als ich sie testen konnte. Ihr habt es auch in den Livestreams und in den Videos gesehen. Es ist ein Schiff, mit dem man Spaß haben konnte. Es ist einfach ein T8, eine T8 Scharnhorst. Und es hat super viel Spaß gemacht. War well balanced, muss man ehrlicherweise sagen. Und da bin ich mit der Meinung nicht ganz alleine. Das seht ihr da draußen sicherlich sehr ähnlich. Aber auch viele andere, die das Schiff testen konnten. Und jetzt ein Nerf da reinzukloppen mit über 9000 Trefferpunkten, also eigentlich ja 9900 ganz genau, macht dieses Schiff absolut unattraktiv, meiner Meinung nach. Ja, ein T8-Schiff hat im Schnitt zwischen 69.000 bis 63.000 Trefferpunkte in der Regel, ja, wenn man jetzt alle Nationen mal so ein bisschen abgreift. Mit diesem Nerf würde dieses Schiff sogar weniger Trefferpunkte haben als die Scharnhorst auf der Tierstufe 7. Wo bitte ist das gerechtfertigt? Und wo bitte ist das ein kleiner Schritt in Sachen Anpassung? Denn auch Wargaming hatte in der Vergangenheit mal gesagt, dass sie in Zukunft kleinere, aber dafür häufigere Schritte machen wollen bei Anpassungen. Dieser Nerf-Hammer ist ein Sechstel der Gesamttrefferpunkte. Tut mir leid, da habe ich gerade kaum andere Worte für. Und das ist nicht well balanced, in gar keinem Fall. Und meiner Meinung nach
würde das Schiff ganz schön stören oder sogar kaputt machen. Ja, das muss man dann sehen. Es ist ja Work in Progress, es ist noch nicht final, muss man ja auch wieder sagen. Das heißt, wer weiß, was sich da noch ändert. Hoffentlich noch relativ viel, also gerade bei den Trefferpunkten. Es sei denn, es kommt jetzt etwas, wovon wir noch nicht wissen, sowas wie einen Superheal oder so, das muss dann natürlich logischerweise irgendwie da berücksichtigt werden in den Trefferpunkten. Aber das wäre schön gewesen, wenn man das gleich zusammen announced hätte, anstatt zu separieren, wenn denn da was käme. Aber gut, das soll es gewesen sein von unserem Ausblick diesmal. Viele Nachrichten, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bleibt bitte konstruktiv, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Weil am Ende nützt es einem nichts, wenn man hier Schimpfwörter benutzt. Es wird ja trotzdem verändert werden, ja, und da fühlt man sich deswegen auch nicht besser. Also bleibt bitte konstruktiv bei der ganzen Geschichte. Wenn euch Video gefallen hat, dann Daumen nach oben da lassen, Abo drücken, Glocke drücken, dass ihr nichts mehr verpasst. Gerne weiterempfehlen und das Siegraus-Team und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Ciao, ciao.